Und dann gehen wir gleich mal nach hinten und gucken mal, ob wir irgendwo Holz holen. So, hier rein und rein und raus und raus. Und wir brauchen erstmal ein bisschen Cobblestone. So. Und raus weg und hin und voll. Da kann man doch auch bestimmt eine Maschine für bauen, die das automatisch macht, ne? Wo man dann einmal reintut. Ähnlich wie mit den Pflanzkübeln, sage ich gerade. Damit, dass man die da nutzt, genauso quasi. Einmal rein, Miese rein und Output ist dann halt fertiges Zeug, was man da weiterverarbeiten kann. Können wir immer noch mal gucken. So. Natürlich ein zu wenig gemacht. Das heißt, wir machen erstmal uns noch eine. Ich habe das doch alles unten, oder nicht? Können das ja schon mal reinschmeißen. Wir holen uns noch mal schnell. Ne, holen wir uns gar nicht. Wieso holen wir uns das denn gar nicht? Ach, komm. Schiddigall. Machen wir uns gleich. So, kurz warten, bis gebrannt ist. Holz, 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 Holz. Wir brauchen nämlich noch einen weiteren Stock. Das reicht sonst nicht. Oh, und Setzlinge haben wir auch noch. Da können wir eigentlich auch den Wald noch mal ein bisschen fortführen. Ach, und hier hätten wir auch noch welche von gehabt. Na gut, okay. Oh, schön, dass hier noch ein Stück Holz drin ist, ne? So. So. Axe die Axt, Axe, Axe die Axt, Axe, Axe die Axt, Axe. Ach nee, andersrum, ne? So rum. Zack. Und, da wir es. Komm, Alter, ganz ehrlich. Ah, schön. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Diesmal machen wir aber nicht den Fehler. Diesmal gehe ich direkt irgendwie da hinten hoch. Da ist wieder so Hochklettern angesagt, ne? Das sieht ja von hier immer alles leichter aus, aber ist es ja gar nicht. Dann laufen wir halt einmal um den Berg rum. Berghoch ist ja leicht. So. Da haben wir noch einen Gummibaum, den wir melken können. Schon sind wir auf der anderen Seite. Und da unten kommen wir jetzt uns nämlich schön noch mal ein bisschen am Holz bedienen. Aua. Das auch irgendwie der Wald ist dann vorbei, ne? Ha, okay, dann Feuer frei.
Gut, Inventar ist natürlich voll, klar, selbstverständlich. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Weil das würde ich natürlich schon alles gern irgendwie auch mitnehmen. Kann man dann nämlich schön in der Kiste entsorgen. Na, na. Ja, jetzt geht's los hier, ne? Da lohnt sich mal richtig heute. Ach, da ist dann vorbei, okay. So, ho, guck mal hier, 74, na, ein bisschen machen wir noch. Kann ja gucken, bis die Axt hinüber ist oder sowas. Springst du über auf den Baum hier? Nee. Oha, 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 der ist aber hier ordentlich. Ach komm, jetzt macht er die andere Axt, die fängt er jetzt auch an, oder was? Stritt durch, Junge, warum ist denn das Inventar schon wieder so voll? Oh Gott, scheiße, jetzt macht er hier auf alle Ewigkeit, oder was? Oh oh. Gleich ist der ganze Wald weg. Aber nee, jetzt müsste er eigentlich durch sein, oder? Oder macht er jetzt hier weiter? Na, ist durch. Gucken wir mal, was er hier noch macht. Den Baum macht er, den Baum macht er, den Baum hier auch, sehr gut. Den hier auch, sehr gut. Oh, kurz mal schnell Inventar freimachen. So. Einmal durchlaufen, alles weg. Naja, soll mich nicht stören. Also von der Geschwindigkeit her ist es ja, als wenn ich es manuell irgendwie abholzen würde mit der Axt. Von daher ist es ja auch kein Cheaten und gar nichts. Also es ist wunderbar. Es ist halt einfach eine schöne Arbeitserleichterung. Na, kriegen wir den auch noch? Ne, kriegen wir nicht mehr. Aber hier kriegen wir noch. Hier kriegen wir noch. Hier kriegen wir noch. Der ist noch aktiv hier. Na, wie weit kommt er? Ach, guck mal, das nächste ist auch schon voll hier. So. Ich glaube, ja, also wie gesagt, die lasse ich liegen, die spawnen irgendwann. Auch egal, soll mich nicht stören, passt schon. So. Ich glaube, 300, über 300 Holz. Und wir haben sogar noch irgendwie Hacken, die wir bearbeiten können. Ich würde sagen, das reicht. Holz haben wir genug. Wo laufe ich denn hin? So. Kann man nämlich mal gucken. Kann man dann auch direkt reinschmeißen. Das ist ja egal. So, hier. Gucken wir mal hier. Rechts leer und links Holz. Holz, Holz, Holz. Juhu, wir haben Holz, wir haben Holz. So, und jetzt den ganzen Kram aus dem Inventar noch. Zack. Gut, da haben wir nicht mehr. Jetzt habe ich Holz. Und dann wollen wir nochmal gucken nach dem Glowglass, ne? Oh, kein Glas mehr. Da müssen wir ein bisschen was brennen. So, während er da am Brennen ist, hole ich mir mal eben den Replacer von drüben. Das brauchen wir mal einen Moment. Und Schraubendreher auch noch. Da kann man nämlich dann schon mal von außen die
die Wand machen. Aber wir nehmen mal den angebrochenen. Und wir nehmen den Replacer mit. Da wird schon wieder dunkel. Meine Güte, die Zeit, die fliegt, ne? Ist ja unglaublich. Das ging doch eigentlich immer relativ schnell, naja. So. Hier, Schraubendreher, komm her. Erwalte deines Amtes. Ja, so ist schön. So ist doch allerliebst, ne? Machen wir den hier auch nochmal. Ja, das passt so. Den machen wir auch mal. Ups. Ist natürlich blöd, dass ihr jetzt nicht seht, weil es zu dunkel ist. Aber die Wand ist schon mal durch. Ja. Ich habe keine Erde, oder? Doch, ich habe Erde. Kann man nämlich hier gleich mal einmal auffüllen. Ich finde das immer so komisch, wenn da nur einer ist, der irgendwie so am Rand ist. Hier oben müssen wir ja noch ein bisschen was wegholen. Ja. Ja. Und so. Und dann einmal die Löcher stopfen. So, haben wir das hier auch. Mal hier noch ein bisschen Sand. Weg damit. Okay. Jetzt habe ich natürlich das ganze Holz in die Kiste geschmissen unten. Das heißt, wir gehen mal eben kurz runter und holen einfach kurz das Holz. Dann können wir auch gleich bei der Gelegenheit das Glowglass mal mitnehmen. Beziehungsweise das kann man nicht mitnehmen, weil das Inventar voll ist. Jetzt habe ich natürlich meinen tollen Eimer nicht dabei, ne? Das geht natürlich gar nicht. So, nee, nicht Blätter. Holz. Und wir müssen auch wir machen erstmal Stöcker fürs Glowglass. Ach, schon wieder, ich Idiot. Und dann nehmen wir hier nochmal einen halben Stack mit, das müsste reichen. Für alles, was wir noch machen wollen gleich. Und dann nehmen wir hier mit, und dann machen wir hier, zack, zack, zack. Und dann machen wir hier mal die Hälfte von der Kohle mal raus, so, zack, her damit. Passt. Ah, passt nicht. Doch, passt, natürlich passt das. So ein Quatsch, natürlich passt das. So, Kohle wieder rein und dann machen wir hier mal zack und Glowglass und zack und hier und Super Glowglass und zack und her damit. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal da und dann machen wir uns da Plättchen draus, weil, wie gesagt, die leuchten gleich hell. Nehmen wir hier die dünnsten, die wir kriegen können. Und da sollten wir auf jeden Fall ausreichend davon haben. 200 Stück sollte schon hinkommen. Gut, jetzt kann man nämlich auch hier mal schön die Wand bei Tag begutachten. So sieht es aus, meine Damen und Herren. Und hier geht es entsprechend weiter. Wenn man es richtig macht, auch dann an der Wand. Zack, zack,
Zack, zack, zack, zack. Zack. Dann einmal Holz rein. Und hier auch. Und hier auch. So. Da. Weiter geht's. Ach, für Holz, wir brauchen oben ja auch noch Holz, ne? Die Oberkante hier, die muss auch noch durch Holz ersetzt werden. Ja, gucken wir gleich mal, ob das tatsächlich reicht. Dann glaube ich tatsächlich eher nicht. So, und hier die Ecke, Eingang, ne, hier ist Eingang, ne? Oder hier, oder da, oder hier, oder da. Komm, wir machen hier zu. Scheißegal, wir machen hier einfach zu. Und gucken dann mal, wo der Eingang hinkommt. Dann haben wir nämlich hier einmal schön zu. Da, dann haben wir das auch fertig. Und trotzdem haben wir hier noch so ein bisschen. So. So schön das. Ist immer so, wenn das so zwei sind oder so, finde ich es immer so ein bisschen eng. So. Das ist ja auch Unsinn hier eigentlich, ne? Na, komm, auch. So. Machen wir ihn nochmal wieder weg, dass wir das hier nochmal wieder aufziehen. Aber erstmal ist das so, okay. Gut, hier würde ich dann wahrscheinlich irgendwie Bäume hinstellen und hoffen, dass das Dingstool hier das Holz nicht wegholt. Das wäre natürlich scheiße. Dann müssen wir das aus Stein bauen oder sowas. Gut, dann hier mal weg. Und weg. Und weg. Ja, das ist krass, das wächst eh gleich nach. Also von daher. So. Und so. Gut, jetzt, wir können auf jeden Fall hier drunter zumachen, weil hier drunter, wenn man da einen hinbaut, da passiert sowieso nichts. Nur weil da drüber ist halt ein normaler und die sind dann halt einfach nicht beleuchtet, aber die sind von rundrum sind die beleuchtet. Also ob da jetzt einer ist oder nicht, das ist völlig egal. Ups. Oh Mann. Oh, bam. 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 Okay, dann da drum kommt und genau, auf der Höhe sind die und da drunter sind nämlich dann die. Das heißt aber, das Glowglass, das kann tatsächlich hier hin, weil da die die Treppen draufstehen. Und alles andere ist halt um eins nach unten versetzt. So. Plack. Plapp. Plopp. Immer schön einen nach dem anderen setzen. Da die sich ja dann ja hier auf, ne, wenn man unten macht, dann machen sie unten. Wenn man oben macht, machen sie oben. Hab ich mir ja angepasst mit meiner Mod und das funktioniert, wie es funktionieren soll, endlich. Und von daher alles gut. Ob ich da jetzt den Replacer nehme oder nicht, ist dann völlig egal, weil ist, von der Geschwindigkeit ist es gleich. Ach. Aber schon hier auf den unteren. So, einmal hier rum und die Lücken hier, diese Ecken, da kann man sie eigentlich auch noch reintun, weil da liegt ja dann diese Ecktreppe drauf. Aber machen wir gleich. Die Baumfarben, die sollte schon möglichst hell sein, finde ich. Zack. Na, komm. Und ein Tückchen nach unten hier, so.
So, so, so. Haben es ja gleich geschafft. Und das Schöne ist, man sieht deutlich mehr von der Welt. Warum ist hier eigentlich nur eine einzige Wolke? Man sieht deutlich mehr von der Welt als alles andere. Ach nee, da hinten ist noch eine Wolke. Ich wollte gerade sagen, also warum ist hier wirklich nur eine einzige Wolke? Das ist ein schöner, strahlenblauer Sonnentag, würde ich sagen, ne? Ich habe gar keine Mod installiert, die in irgendeiner Art und Weise das Wetter beeinflusst. Könnte man natürlich auch nochmal machen, so eine Mod, die Regen macht, automatisch, ab und an mal. Ach, guck mal, jetzt kommen Wolken wieder. Cool, war einfach nur so eine Stelle, wo mal keine Wolken sind. Aber mit so einer Wolkenanpass-Mod, da könnte man dann sagen, oh, guck mal, hier ist ein strahlenblauer Sonnentag oder ist ein bewölkter Tag. Man kann ja auch tatsächlich die Farbe von den Wolken, die Höhe von den Wolken, also wie tief die hängen, kann man ja alles konfigurieren und einstellen on the fly. Das ist halt ganz geil, ne? Da kann man dann schön mit einer entsprechenden Mod ein bisschen Wetter spielen. Das wäre dann was Grafisches halt, ne? Weil wirklich einen Einfluss hat das ja nicht, ne? Da müsste man ja wirklich in der Mod irgendwie machen. Wenn es regnet, nimmt man mehr Schaden oder sowas oder hat mehr Hunger oder keine Ahnung. Da kann man ja alles machen. Man muss im System nur irgendwo sagen, dass es dann regnet. Oder bei Regen kommen eben andere Mobs, die im beim trockenen Wetter nicht kommen. Keine Ahnung, so Regenwürmer oder nach dem Regen so Schnecken oder sowas. Da kann man ja alles machen. Das ist ja technisch alles ein bisschen umständlich, aber durchaus möglich. So, zack. Gut, so, dann haben wir das. Dann, das müsste ja, wie gesagt, dazwischen auch noch. Und wie gesagt, ob sie jetzt unten liegen oder oben liegen, technisch von der Helligkeit ist es egal. Ich finde es nur eben schöner, wenn sie ordentlich alle irgendwie auf einer Höhe unter dem Node liegen, den sie beleuchten sollen. So, jetzt brauchen wir das. Jetzt brauchen wir das. Ja, und hier wäre dann halt eben der Slab und hier unten drunter wäre halt eben das Licht. Beziehungsweise das ist scheiße, weil das hier durchscheint, weil die ja auch transparent sind. Drei Nodes gesetzt und alle falsch. Ausgezeichnet. Ja. So viel dazu. Ups, ich wollte ja die Schaufel auswählen. Wir machen erstmal hier. Na. Und dann überlege ich gerade, ob wir das vielleicht so lassen tatsächlich oder ob wir jetzt hier eben ja, die Dinger einfach nur umranden. Sie geben ja Licht. Eigentlich ist das Licht ja auch nur so ein bisschen fürs Design, für die Optik. Na, wir gucken mal. Na, ich glaube, wir lassen das tatsächlich zu. Ich glaube, das geht schon. Nein. Hier nicht. Weil hier ist von außen. Gut. Gut, 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 gut. Weil, ne, also die Nodes hier, die lassen das Licht halt auch durch und das wird, glaube ich, komisch aussehen, wenn dann hier die obere Reihe beleuchtet ist. Da müsste man das Wenn bis nach unten ziehen und das finde ich sieht ein bisschen komisch aus, wenn so eine Wand beleuchtet ist, einfach nur. Deswegen lassen wir das so und packen ja, die Dinger hier außen rum noch. Das wird dann wahrscheinlich nicht reichen. Ich brauche ja nochmal für jeden 4, das heißt bestimmt nochmal irgendwie 100 Stück. Oder wir lassen das so. Natürlich auch gehen, dann sind nur die Treppen. Ja, es wird wahrscheinlich auch komisch aussehen. Naja, wir machen die hier auch nochmal. Da nehme ich aber den Replacer. Weil da kann ich dann einfach auf den Boden klicken. Sonst müsste ich halt diese Ecke anvisieren. So.
Und ich glaube tatsächlich, dass von der Helligkeit her reicht das auch so. Ah, ich glaube, das geht schon. So ein Unsinn hier zwischen nicht. Junge, 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 Junge. Keine Konzentration. Oh, schon wieder. Keine Konzentration. So, 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 so. Da ist schon. Gut. Das wird definitiv nicht reichen. Oh, man hört wahrscheinlich die ganze Zeit die Tastatur irgendwie. Oder die Maus oder so. So. 48, ne. Vielleicht komme ich noch rum. Ich habe das jetzt nicht nachgezählt. Ich bin ja schon seit 7 Uhr wach, nach 4 Stunden Schlaf. Läuft, 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 läuft. So. Einmal rum, einmal rum. Ja, hier, guck mal, 32 und, boah, pff, mehr. Ja, wir gucken, wie weit wir kommen. Wenn nicht, dann machen wir einfach nochmal 100 Stück oder sowas. Keine Ahnung. So. Wo ist denn hier ein Monster? Warum ist denn hier ein Monster? Ach, es ist wieder Nacht. Du Hund. Hau ab. Und die kommen doch über den Zaun. Ja gut, okay, die klettern hier wahrscheinlich einfach über den Zaun so rüber. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht dramatisch. Überhaupt nicht. Es geht mir ja, wie gesagt, dann nur ums Design, um die Optik. So, guck mal hier. Jetzt haben wir nämlich hier innen drin noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Habe ich mich verzählt? 20? 20. Dann machen wir einfach nochmal ein bisschen Glas. Wir haben ja welches eingesammelt. Und dann machen wir ein bisschen Glowglass. Und dann machen wir nochmal ein paar Plättchen. Ja, ich denke 19. Also wenn ich ihm ja mal. Ach, ich sehe es nämlich schon, es sind 20 und es wäre genau einer, der gefehlt hätte. Ja, so ein bisschen Glas kann man immer gebrauchen, ist kein Problem. So. Einmal hin. So. 27, passt. Und jetzt sind es 30. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Doch, passt. So, da ist alles fertig gewesen. Genau, so, so, so. So, zack, zack. Guck mal, hier ist sogar einer zu viel gewesen, also es hätte gereicht. So, einwandfrei. Dann sind die nämlich jetzt schön beleuchtet. Jetzt machen wir da nämlich Treppen drum und dann legen wir die Slabs, die Steinplatten einfach so rein. Beziehungsweise eigentlich können wir doch Slabs machen. Die kriegen so ein bisschen von der Beleuchtung ja mit. Das scheint da ja so ein bisschen durch. Und wir sparen ein bisschen Material. Einwandfrei. Es wird langsam. Ich hoffe nur, die Baumfarm funktioniert, wie ich sie mir vorstelle. Ich habe halt echt Sorgen, dass mir diese Tree-Dings-Mod das alles abreißt wieder. Das wäre scheiße, oh, alles aus Stein bauen hier.